bei unserer Reise quer durch die europäische Zuchtgenetik darf das nicht fehlen. Natürlich das Blut des Bons. Bon, my love. So viel darf ich schon vorwegnehmen, auch bei der großartigen, gelungenen Vorstellung in Vechta, schon eine Klasse für sich. In einen Vater, den Sie alle kennen und bewundern, nicht nur seines Zeichens, Oldenburger Siegerhengst, Bundeschampionats gekrönt, inzwischen ja schon längst in der schweren Klasse angekommen unter Beatrice Hofrogge. Dann Sanamur dahinter, Dream of Love. Ja, ich schätze ganz besonders diesen Hengst, Bon My Love, weil ich beeindruckt bin von diesem erst dreijährigen Hengst, seiner Typerscheinung. Er ist sehr elegant, sehr langbeinig. Das kommt natürlich auch vom Sanamur. Die Sanamur-Nachkommen zeichnen sich auch aus durch elegantes, leichtfüßiges Abfußen. Auch natürlich Bons Nachkommen, sicherlich durch den Sir Donnerhall im Pedigree. Und auch hier sehen wir schon dieses leichte Anspringen prompt auf die Hilfe in einen herrlichen Bergaufgalopp. Der spielt nur so mit seinen Vorderbeinen, das ist noch ein sehr schmales Pferd und trotzdem zeigt er uns schon solche Bewegungsgüte im Trab wie auch im Galopp. Super, tolles Angaloppieren, also das begeistert schon, das ist ein Zeichen für gutes Gleichmaß, für gutes Gleichgewicht und ein Pferd, was eben zuhören möchte, was immer wieder bei seiner Reiterin ist. Und wir brauchen Pferde natürlich auch mit gutem Interieur. Nur diese lassen sich auch entsprechend ausbilden und schaffen es auch in einer solch Atmosphäre, die wir heute hier haben. Hier in der Halle ist es wirklich sehr laut. Und der Hengst ist trotzdem immer wieder mit den Ohren bei Brandy. Also das ist schon hervorragend. Ja, auch hier diese Gelassenheit, wie er schon seiner Reiterin folgt. Also mir gefällt wirklich das Gesicht, das Ohrenspiel dieses Pferdes unglaublich, was er schon sich hier konzentrieren kann. Ganz, ganz tolle Vorstellung. Well done, Brandy. Begeisterung, Ausdruck verleihen. Bon, my love. Dankeschön, Brandy.